Einkäufer auf dem Hamburger Wochenmarkt. Für Mohammed gehören sie inzwischen zum Alltag. Vor einem Jahr ist er von Damaskus nach Hamburg geflüchtet. In Syrien hatte der gelernte Koch 2 Restaurants. In Syrien bin ich auch täglich auf dem Markt zum Einkaufen. Wir hatten dann eine schlimme Zeit in Syrien. Kaum was zu essen. Wir mussten uns entscheiden, bleiben wir in Syrien, kämpfen ums Überleben oder flüchten, was gut für die Familie wäre. Mohammeds neues Heim, 30 Quadratmeter mit Frau und Tochter. In Syrien hat Mohammed für Gesellschaften von 400 Personen gekocht. Heute kocht er nur noch für seine Familie. Jeden Tag besucht Mohammed den Sprachkurs. 5 Stunden lang. Sein Ziel? Möglichst bald Arbeit in einem Restaurant zu finden. Ich will arbeiten, um zu vergessen. Beim Rumsitzen werde ich andauernd erinnert. Deshalb muss ich arbeiten. Erinnerungen an seine mehrwöchige Flucht. Mit teilweise traumatischen Erlebnissen. Wir kamen zu Granic, Serbia. In this place, about 6 o'clock. Wir kommen abends in Serbien an, da treffen wir auf Kriminelle. Die wollten mich töten, um meine Augen, mein Herz und weitere Organe aus meinem Körper zu stehlen. Ich renne los, treffe wieder auf einen Gauner und verpasse ihm eine. Renne weiter, daran erinnere ich mich. Mohammed hat Glück. Er entkommt, erreicht schließlich Deutschland. Und er stellt fest, dass er in Deutschland nicht auf sich allein gestellt ist. Deutsche sind sehr nett und hilfsbereit. Für Mohammed ist dabei die Hilfsbereitschaft keine Selbstverständlichkeit. Ich werde das Geld zurückzahlen. Ich werde Steuern zahlen, werde diesem Land helfen. Wir müssen den Menschen genauso behilflich sein, wie sie es für uns waren. Mohammed hat klare Ziele. Er lernt Deutsch und möchte ein eigenes Restaurant eröffnen. Er weiß, das ist ein langer und schwieriger Weg, aber er ist sich sicher, er wird auch den überstehen.